Nee. Ich hätte nichts gegen sie. Also ich bin jetzt ja auch nicht so wirklich traurig, aber ich hatte auch nichts gegen sie. Das soll nur mal gesagt sein. Spring dich um. Warte, lass mich überlegen. Nein. Nein. Ach so, ah, okay. Wir sollten unbedingt mal was an ihrer Verteidigung hier. Wir sollten ihre Mauern mal reparieren. Ganz ehrlich, da kann man auch ganz kinderleicht hoch. Warum sind wir da nicht einfach reingekrochen? Warum musste ich durch die Kloaken? Oh. Hoppla. Da warten ja welche. Oh. Wie, du bist durch die Kloaken. Ja, ich, dank Jennifer musste ich mal wieder durch die Kloaken eiern. Jennifer sieht das anscheinend verdammt gerne. Warum? Na, wir rennen einfach gerade aus die Straße erstmal. Der Wind heult. Ehre und Heimatland. Ehre und Heimatland, ja. So, wo ist denn mein... Da! Ja, mir bleibt ja keine andere Wahl. Das wird mir ja vorgeschrieben. Es ist nicht so, ja, ich mach das dann mal, wie ich es möchte. Die Wahl besitze ich leider nicht. Die wird mich abgenommen. Ich glaube, Jennifer hat Geralt auch die Eier abgeschnitten. Sie hat keine eigenen, der hat keinen eigenen Willen mehr. Wobei der Bann mittlerweile gebrochen ist vom Djinn. Trotzdem kuscht er noch. So, bis Tagesanbruch, ja? Bis Tagesanbruch. Das ist das Falsche. Das ist auch das Falsche. 0815 Hexer. Er ist kein 0815 Hexer. Geralt ist cool. Nur die Weiber sind scheiße. Das sag ich jetzt, Frau. Alter, ich muss immer noch auf Tagesanbruch warten. Komm schon. Kann ich irgendwas in Alchemie machen? Ja, wir können eine Bombe herstellen. So. Das hat's jetzt gebracht. Ich muss immer noch aufs Klo. So. Hilft Ciri. Ja, dann helfen wir mal Ciri. Wie gesagt, bis auf die Gwent-Sachen und ich glaube ein, zwei Nebenquests haben wir soweit alles. Den Rest hoffe ich, dass man den nach dem Hauptspiel machen kann. Wenn wir uns dann um die DLCs kümmern. Seht ihr das auch? Ich wüsste ja gerne, ob ich die, also ob man die DLCs davor oder danach im Hauptspiel machen sollte. Aber Meister Jäger, wir sind niemandem im Weg. Ich glaube, bisher machen wir sie erstmal danach. Als Serie. Sofern es möglich ist. Suchst du was Bestimmtes? Ein hübsches kleines Schmuckstück. Ein Geschenk für jemanden? Für einen meiner Helfer, von denen ich dir erzählt habe. Als Zeichen des Danks. Können wir aufbrechen? Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Ja, ich weiß. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Dabei kannst du mir leider nicht helfen. Ich werde einfach so oft oder so viele Speicherdateien anlegen. Wohin gehen wir genau? Dass ich definitiv. Dass ich definitiv dann halt zur Not laden kann, falls wir nicht im Spiel starten sollten wieder.
Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Bitte nicht. Oh komm. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Töte ihn einfach. Töte ihn, meine Liebe. Ich wäre ja für ein Witcher 4, in dem man nur Ciri spielt. Was? Oder? Wir suchen oder halt Herrn Willi. Nur Hälfte, Hälfte. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch hier. Oder in dem man sich aussuchen kann, wie man spielen möchte. Oder so. Und ich dachte, es ginge auf die freundliche Art. Ja, Ciri ist schon nice. Ich liebe Ciri. Aus dem Weg, ihr Knilche. Sonst richten wir eure Fratzen so zu, dass ihr nicht mal bei der Krüppelkati ein Mädchen findet. Was hast du gesagt? Nicht kapiert? Zu viele Silben? Verschwindet! Du kleine Schlampe! Beleidige meine Ziehtochter nicht! Sonst gibt's Haue! Du sagst Geralt? Und weiter? Von Scheiß Riva. Ach so! Warum sagst du das nicht von gleich? Scheiß Riva. Ah, tut mir leid, der Stress war ein Missverständnis. Herr Willi erwartet euch. Ich hab den Stern. Wie er sich über den Stern freut. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen. Das werden wir schon bald wissen. Sieh einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Wieso lebst du noch? Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo habe ich dich gefunden? Schnell! Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Hätte man das nicht eigentlich auch an der Narbe da erkennen müssen? Dudu macht das schon. Wäre nicht nötig gewesen, wenn du nicht Hurensohns Gestalt angenommen hättest. Stimmt. Was zum Henker sollte das? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung Nein. war einfach. Außer uns wusste kaum Nein, jemand, ich dass nicht. Er tot ist. Das war meine Chance. Ich bin nicht so alt wie du. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Ich glaube, ich werde am Wochenende gehauen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdient eine zweite Chance. Ja, was denn? Man kann doch nicht alles kennen. Was ist eigentlich meine... Scheiße. Chance, die er mit einem Du bist keine 29. Hör auf, dir das einzureden. Das macht das Ganze auch nicht besser. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht was, erwartet. Was lernt man in der Therapie? Ich auch nicht. Ach, übrigens. Du ahnst ja nicht, mit wie den froh Dingen ich umzugehen. Bin, dass du wohlauf bist. 29 plus 1. Und ich erst, Nein. dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Du bist älter als Frisches, also. Na? Ganz ruhig da, auf den Mottplätzen. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. Zwei Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt?
Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt. Ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig. Aber meistens passe ich auf. Meistens? Wir müssen gehen. Also das alles wage ich ja zu bezweifeln. Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Mach's gut. Bye, bye. Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Eine Freundin von Rittersporn. So. Schick. Die Rüstung gefällt mir. Die Rüstung gefällt mir wirklich. Weißt du, ich freue mich und du haust sowas aus. So. Charakter. Das hätten wir da jetzt auch noch mit drin, ne? Wobei ich ja gerne... das hier einmal holen möchte. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Ich zieh Ärger an, seit... in Büchern. Was? Ich war mal in einer Stadt, die Novigrad ganz ähnlich war. Aber die Leute waren viel größer und hatten dunkle Haut. Okay, ich habe einen neuen Lieblingssong. Liebe Regen. In einer anderen Welt. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu springen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich mit Avalach. Ja, wofür das auch. Muss ich nur noch an den Ort denken? Nein, ich glaube nicht. Augen schließen, und es geschieht. Aber Bingo Boffin singt bestimmt auch. Liebe Regen. Sieht nach Regen aus. Liebe Regen. Ja, lasst uns den Regensong singen. Wir lieben Regen. Wir lieben Regen. Warum erst ich kann nicht singen, ich weiß es. Das braucht ihr mir nicht sagen. Ich kann echt nicht singen. Komm schon, das war nichts. Und will, dass sie nicht singen. Komm schon, warum denn nicht? Sing ist toll. Vor allem, wenn Bing Buffett singt. Frau auf den Thron? Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob es das tut. Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Wirf dir lieber mal dein Gesicht. Dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden. Nicht nur der Schlechter von Weißgarten, auch der Schlechter von Blavik. Er hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Und dir dein Gewicht waschen. Was gibt's nicht zu essen? Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener.
Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Gerät das Schlechter der Buffins. Nein! Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dann müsste er dich ja auch umbringen, Kaya. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Geralt von Riva. Der Geralt? Jupp. Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Ich weiß. Das Risiko gehe ich ein. Wirklich? Was denn so? Zum Beispiel, dass du ihr so oft aus der Patsche geholfen hast, dass sie aufgehört hat zu zählen. Und dass du sie zum Lachen bringst. Das gilt für Ciri. Andere Damen allerdings... Bea, ich stehe direkt hier. Schon gut, schon gut. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Das ist auch ein Ferkel. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt das ihr bestimmt aber immer auch was Leckeres zu essen. Waldo. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Lebt wohl. Ein Topf war das in einen Topf. Bravo, Hexer. Ich habe Stoff für eine weitere Ballade. Also, deine Freundin. Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Natürlich. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Sie wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Körper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Das wird jetzt mein Lieblingshit im Jahr 2021. Regen. Ich liebe Regen. Wo ist denn dein Freund? Weil du der Regen bist. Da! Waldo! Waldo. Also wirklich, Waldo. Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Auch nett. Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egger. Das können nur mal ein paar Monate. Lass mich dir. Ja, ich habe weitere den Song, ja. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel es von kommt dir noch, ich liebe Donner hinzu. Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch nicht gerade kreativ. Morgen werden Na wir komm, ich liebe Regen jetzt auch, ist nicht so kreativ. Wir anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade zwei Pferde verloren. Und zwei Die dritte Strophe wäre dann, ich hasse Schnee. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich, ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Waldo. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar. Nicht, Ciri? Nee, stimmt. Aber Schnee mag ich noch weniger. Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich.
Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Geralt, such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Nö, das möchte nicht. Ich dachte, ich kann mir eins aussuchen. Lauf, Plätze. Das war ja wohl nichts mit dem Aussuchen. Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. Weißt du, du kannst dir eins aussuchen. Ach komm. Den kackt er nicht. So, wo bleiben sie? Mit ihren ach so tollen Pferdchen. Die sich aussuchen durften übrigens. Oh mein Gott, was ging bei den Vögeln ab? Habt ihr das gesehen? Auf der linken Seite eben. Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Hat sie gerade auch nichts gesagt? Das ging eben bei den Vögeln einmal so. Ich kann dich immer noch schlagen. Ich hab mich gewinnen lassen. Aus. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbringt doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Singt das Lagerfeuerlied. Tolles Rennen hier, war super. Ja, fand ich auch. So, warte mal, komme ich irgendwie an meine Decke ran? Hat doch gut geklappt, nicht wahr? Was meinst du damit? Du und Triss, das hätte ich nie erwartet. Ehrlich nicht. So spielt das Leben. Also seid ihr beiden jetzt... Zusammen? Ja. Mit Jen habe ich mich oft gestritten. Viel Drama. Ich sage nicht, dass es schlecht war, aber... Aber was? Es war anstrengend. Mit Triss ist das ganz anders. Es fühlt sich harmonisch an. Ruhig, ja. So wie es sein sollte. Genau. Endlich spricht das mal aus. Genau, das sind doch meine Worte. Danke. Liebe und Frieden, genau. Dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Liebe, Frieden und Harmonie. Das hat er nur mit Triss. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben. Trinken und Wettreiten. Von Dorf zu Dorf ziehen. Ja, Wettreiten würde ich auch gerne. Was bedrückt dich denn? Was uns erwartet. Ich will mal trinken. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach. Wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Betrunken oder albern? In beiden Fällen hast du heute gute Chancen. Das meine ich nicht. Ich wäre gern gewöhnlich. Das bist du aber nicht, sondern zu Großartigem geboren. Was ich seitdem zu hören kriege. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk, mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Wenn du meinst.
Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Ziri, das können wir kriegen. Ja, Ziri ist toll. Lagerfeuer, Wein, Jongleure. Ich liebe Was Ziri. Will man mehr? Ich wüsste ein paar Sachen, gegen die ich es eintauschen würde. Aber es könnte schlechter sein. Du wirkst bedrückt. Ist es beim Händler schlecht gelaufen? Vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden. Nein, das geht gar nicht. Oho, mir schwart übles. Das geht gar nicht. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar. Kauft die Pferde doch einfach. Warum nicht? Mit welchem Geld? Ciri hat euch ein volles Säckel gegeben. Das reicht höchstens für eins. Wir brauchen mindestens vier. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen. Lass uns nicht betteln. Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen könnte. Wir können uns nicht erkenntlich zeigen. Das müsst ihr nicht. Ein großzügiges Angebot. In den Federn. Das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschau mache ich keine Geschäfte. Ich glaube, das sagte er. Und wenn er nicht handelt, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Gott, ich habe keinen Bock, Pferde zu stehlen. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie? So bin ich auch eigentlich nicht. Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Stellen. Also zuverlässig schon, aber ich stehe dafür gewöhnlich nicht. Das mache ich nur, weil ich so... Ich muss es ja sowieso machen. Ich werde ja sowieso zugezwungen. Ich habe keine eigenen Willen. Sag ja, Geralt wird von allem gezwungen. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geh klar. Und wie? Verschlossen. Ich geh einfach durch die Vordertür. Muss einen anderen Weg hineinfinden. Ich würde gerade sagen, ich geh einfach durch die Vordertür. Es gibt heutzutage einfach kein gutes Personal mehr. Still, du wächst ihn auf. Er ist schon wach. Nur am Furzen, der Kerl. Okay, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Wartet hier. Ich gehe rein und mache die Tür auf. Sei aber bloß leise. Da ist der Schlüssel. Jetzt wenn er das nicht mitkriegen würde. Durch. Endlich. Ganz ehrlich, als wenn er das nicht mitkriegt.